Und hier der letzte Teil von unserem Test-Server-Ründchen. Wir haben die Maps einmal abgefahren, ihr habt das ja gesehen in den anderen Videos und wollten uns jetzt nochmal der Maus widmen. Wir haben ja, beziehungsweise dem Mäuschen, wir haben dem Spähpanzer 1C ja deutlich mal gezeigt in den Videos und gucken jetzt mal der Vergleich einfach, der Härtefall Maus gegen Mäuschen. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir nehmen was Einfaches. Auf jeden Fall. Dass wir gleich zueinander finden. Ohne Sub. Da ist das Mäuschen. Brachial, einfach nur ein Klotz. Ähnlich oder genau wie die Maus. Es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre der Turm hinten. Man sieht natürlich, der Turmkranz sitzt nicht komplett hinten. Lad mal erst so die Standardmunition. Ich habe HE gerade geladen. Achso, nee, aber lad mal normale Munition, damit man einfach mal sieht. Okay. Weil HE machst du jetzt ja sowieso Schaden, das ist klar. Aber bei der HE, da hast du jetzt 85 Durchschlag, richtig, oder? Ich ja. Ich nur 65. Okay. Ja, du bist die Maus, ne? Du hast nicht die E100 Gun. Mhm. Du hast die, die Maus hat ja das, glaube ich, hatte das Rohr, was der E100 auch drauf hat. Nur hat der E100 halt noch das zweite. Und da kommen die ganzen Monster aufeinander zugerollt. War das jetzt AP oder was? Ja. Critical Hurt. Alter. Findest du das witzig? Ja. Du müsstest auch schneller nachladen als ich. 12,57, aber ich habe keine Waffenbrüder drauf. 20. Ohne Waffenbrüder. Okay, da komme ich auch nicht durch. Du hast einen ganz schönen Knubbel auf dem Turm, ne? Ja, ja, deswegen ja. Da fährt er in dem Moment nach hinten. War das jetzt mein Knubbel? Das war dein Knubbel, ja. Okay. Stell dich mal wirklich frontal zu mir, ob ich bei dir durch die Wanne komme. Ui! Was war das? Der ging untere Wanne. Wie viel war das gerade? 500, ja. Arschloch. Also, lass mich jetzt erstmal ein bisschen. Also, untere Wanne ist bei dir nichts zu holen. Wobei, ich habe doch eigentlich die gleiche Panzerung wie du. Das hat man doch schon festgestellt. Ja. Du musst ja ein bisschen tiefer ziehen. Sehr schön. Habe ich unter die durchgeschossen. Unter die Maus. Nix. Schieß doch mal auf meinen Wickelspiegel. Ja, einziges, was da ist, ne? Frage ist auch, ob ich treffe. Nix. Tja. Ein bisschen behinderter als die E100-Kanone, nur hier hat man nicht den Vorteil, dass man auch nochmal Gold laden kann.
Er zeigt mir auch nirgendwo an, dass ich bei dir durchkomme. Wie sieht's von der Seite aus? Ja gut, da müsste es eigentlich klappen. Ich lach mich kaputt. Den auf die Kette geschossen. Nee. Doch. War genau die Höhe der Kette. Ja, gut. Die hast du nämlich kaputt gemacht. Turmkranz treffe ich auch nicht. Das war die Schräge drunter, die du getroffen hast. La 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 la. Ich hab Schaden gemacht. 700. Ja, und den Motor getroffen. Zeigt er mir. Hier zeigt er mir grün an, da nicht. Den Turm ist aber doch noch schwächer geworden. Und in diesem Dreieck hier hinteres Kettenrad. Da eigentlich die schwächste Stelle immer vom Panzer. Okay, da holst du noch auf die Kette, ist ja eigenartig. Ja, gucken wir mal so erstmal so zum Vergleich. Das kriegen wir auch nochmal genauer hin. Minimal eine Entschlackungskur gemacht und in der Breite und in der Höhe alles ein bisschen weniger. Der Turm auch. Du bist von oben rechteckig. Ich nicht. Noch der Übergang vom E75 sozusagen. Liga-Version. Mit dem Turm. Ja. Du hast von vorne den Schutz, dass man von vorne nicht an den Turmkranz rankommt. Ich nicht. Frage ist echt, wo komme ich bei dir durch jetzt? Frontal. Er zeigt mir aber grün an, bei deiner unteren Wanne. Okay. Okay, genau, das Kettenrad macht bei dir auch Schaden. Ach, stimmt. Aber du hast die gleiche Panzerung wie ich und eigentlich, was für einen Durchschlag hast du? Mit AP. Na gut, ich habe 225, aber... Dann schießen wir da oben aufs Kettenrad vorne rauf. Ich sehe gerade, das ist nämlich auch noch separat geschützt. Ja, was heißt separat geschützt? Ich habe noch eine Blende vor der Kette, du nicht.
Ja, aber ich habe auf die Kette geschossen. Frontal ist echt nicht durchzukommen. Warte mal. Alles klar. Zum Kotzen. Guck mal den kleinen iPod da oben, ob ich den treffe. Mach mal, ich halt still. Kannst auch vergessen, Alter. Ich lad mal AI. Okay. Periscope is damaged. Fahrer ist erwischt. Also lohnt sich echt nur HE und dann versuchen immer so peu à peu. So oft wie ich jetzt daneben geholzt habe. AP nur bei nicht so extrem gepanzerten Fahrzeugen. Oh, der hat ja doch einen schön durchgehauen. Wo hast du geschossen? Ich hab dich seitlich einen Turm getroffen. War nicht seitlich, frontal, aber an der Seite unten. Ja. Mit AP oder HE? HE. Ja gut, HE ist klar, ne? Mhm. Machst halt immer ein bisschen Schaden. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, man merkt schon beim Durchschlag, dass auch 10 mm da einen Unterschied machen können. Beziehungsweise die Maus hat ja deutlich, hat ja nur 20 mehr oder so. View Range von 3,70 für einen Heavy ist, glaube ich, auch okay. Bei der Maus 400. Das ist halt doch 1000 Leben weniger. Ja, das ist schon mal ein ganzer Batzen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Wie viel hatte der VKB? Können wir ja nachher noch. Ja, was heißt, können wir ja nachher nochmal. Werde ich ja nachher nochmal sehen, wenn wir vom Testserver runter sind. Und ansonsten, okay, klar. Man muss die Panzerung einsetzen können, wissen, gegen wen man fährt, bei gepanzerten Fahrzeugen mit HE runterballern und ansonsten mit AP immer schön auf die Hitzones, also auf die Schwachstellen oder was weiß ich. Ansonsten glaube ich, ist schon eine ganz coole Kiste. Ja, bin gespannt auf das Mäuschen. Macht auf jeden Fall guten Eindruck, auch wenn man vielleicht gegen die Maus nicht besteht, denke ich mal, hat man bei anderen Zählern schon noch eine gute Möglichkeit. Ja, ist natürlich jetzt auch der Härtefall, ne? Ja. Aber auch da, wie gesagt, mit HE und dann war das jetzt natürlich offenes Feld. Mit ein bisschen fahrischen Können, glaube ich, kriegt man das hin, wenn man da jemanden jetzt hat, der nicht so geübt ist. Wie gesagt, danke an Wargaming, dass ein neuer Ladeschütze drin ist. Freue ich mich sehr drüber. Ironie aus. Die restlichen Sachen haben wir jetzt ja, denke ich mal, gut zeigen können.
Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Comments. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, teilt es uns mit. Däumchen, freuen wir uns immer drüber. Guckt euch auch die anderen Videos an. Mittlerweile sind doch schon ein paar zu sehen. Freue mich, dass ihr eingeschaltet hattet. In dem Sinne wünsche ich und denke mal auch Sven euch viel Erfolg auf dem Schlachtfeld. Genau, macht's gut. Tschüss.